Wir haben heute die Xbox One in der Day One Edition inklusive FIFA 14 bekommen. Das ist jetzt ein kleines Unboxing-Video. Ja, fangen wir einfach mal an. Als erstes hier so ein lustiger Pappschuber ringsrum. Dann geht's jetzt hier einmal los. Als erstes, was uns entgegenkommt, wenn wir in die gute Schachtel hier reingucken, ist einmal der Kinect-Sensor mit jede Menge Kabel und Röhre, jede Menge mal so viel. Dann kommt uns als nächstes unter einem schönen Häutchen entgegen ganz viel Zubehör. Ein Headset mit Kabel. Und dann haben wir den Download-Code für das Spiel. Sonst noch was Interessantes dabei. Dann haben wir hier Netzteil, HDMI-Kabel und so, hier noch mehr Netzteil. So, als nächstes haben wir den Controller. Aber den Controller mit der Day One. Mit zwei Batterien. Das ist schon mal sehr praktisch. So, gehen wir weiter in die Untiefen des Kartons. Das war die erste Ebene. Jetzt kommt die Konsole an sich. Ist ja fast wie Weihnachten hier heute. Und hier haben wir das gute Stück, die Xbox. Irgendwelche sprich Anschlüsse auf der Rückseite sehen wie folgt aus. Wir haben Strom, HDMI in, zwei Stück. Beziehungsweise TV out, HDMI in. Dann haben wir zwei USB-Ports, den Sensor oder den Steckplatz für den Kinect-Sensor und einen optischen Ausgang. Dann haben wir hier noch einen Netzwerkanschluss. Ja, Kingston-Anschluss. Und auf der Seite haben wir ein USB-Port. So. Das war es an und für sich an Anschlüssen. Und so sieht dann das Ganze am Ende aus. Jede Menge Kleinkram. Controller dazu. Den Sensor.